Das war für mich schon ein großer Wechsel, als ich aus Neu-Löwen kam. Da war kein Haus älter als 30 Jahre. Und hier war das Haus fast 300 Jahre, als ich hineingezogen bin, von 1707. Hallo Adrian, herzlich willkommen in Eupen St. Nikolaus im Fachhaus. Ich bin Helmut Schmitz. Ich bin als Ältester von 7 in einem Bäckerhaushalt aufgewachsen. Habe auch hier in der Kirche nebenan Messdienerrolle übernommen. Ja, und nach meiner Priesterweihe in 86 bin ich dann sofort außerhalb des Bistums tätig geworden. Man hat mich dann nach Neu-Löwen geschickt. Ich bin zuerst für 5 Jahre dorthin geschickt worden. Und bin dann aber schließlich 15 geblieben, bevor ich dann in 2001 im September hier als Dechant angefangen habe in Eupen. Jetzt lebe ich mit all meinen Vorfahren. Am Anfang haben die mich gestört. Ich weiß, als ich zum ersten Mal in dieses Zimmer gekommen bin, habe ich dem Alois Justen gesagt, er könne die mit nach Lüttich nehmen. Worauf er mir geantwortet hat, da hängen auch schon viele rum. Und inzwischen bin ich mit ihnen ganz befreundet. Also ich sehe sie schon gar nicht mehr. Aber ich fühle mich so als Glied einer Kette. Das ist also hier das Pfarrarchiv. Hier werden Dokumente aufbewahrt, die in der Vergangenheit die Pfarre betroffen haben. Die ältesten Dokumente sind meist im Staatsarchiv aufbewahrt, sind weiterhin Eigentum der Kirchenfabrik, aber sind der Verwaltung des Staatsarchivs anvertraut. Aber hier sind noch einige alte Dokumente gelagert und auch neuere Dokumente kommen natürlich immer wieder hinzu. Und wer ist die junge Dame da oben? Die junge Dame ist die Kaiserin Maria Theresia aus Österreich. Wir gehörten ja irgendwann mal zu Österreich und daher diese Verbindung. Hier sind wir in der Sakristei, in der Priestersakristei würden manche sagen. Hier zieht der Priester also seine Gewänder an. Also es besteht aus diesem weißen Gewand, das ganz einfach Alba heißt. Alba, weiß. Das ist eigentlich das Taufkleid, ja, das jeder Christ anziehen könnte. Ja, das ist also die Kasel, die über diese Albe, über das weiße Gewand und über die Stola dann getragen wird. Kasel ist das Obergewand, das festliche Gewand, also für den Gottesdienst, für die Eucharistiefeier vor allen Dingen. Was bedeutet das für dich, das anzuziehen, hereinzuschlüpfen? Wenn ich da reinschlüpfe, dann werde ich mich meines Dienstes bewusst, also werde ich mir bewusst, dass ich da jetzt anstelle jemand anders bin, also anstelle Christi und den Gottesdienst, also an seiner Stelle mit den Menschen feiern. Was natürlich nicht aufhebt, dass ich weiterhin Helmut Schmitz bleibe, aber ich übernehme das Amt. Ich übernehme ein Amt. Eigentlich komme ich sehr selten allein in die Kirche. Für mich ist die Kirche vor allen Dingen lebendig, wenn Leute in der Kirche hier sind. Für mich ist das Wesentliche, ja, Gott und der Mensch
Und Gott, den kann ich ja überhaupt nicht sehen, kann ich auch nicht in großen Möbelstücken dann hier so repräsentieren. Den kann ich erspüren, erfahren, entdecken. Ja, im Alltag, in der Begegnung mit Menschen auch. Und für mich ist die Kirche schön, wenn sie voll ist, wenn Menschen sie bevölkern. Was mich fasziniert an diesem Beruf, wenn ich den mal so nennen darf, das ist, dass ich mit Menschen unterschiedlichster Art zusammenkomme und immer in Momenten, die für diese Menschen sehr wichtig sind. Ob es jetzt Frohmomente sind, Taufe, Hochzeit oder auch traurige Momente sind bei einer Beerdigung. Und ich habe den Eindruck, dass ich als Priester den Menschen wirklich in Wahrheit echt begegnen kann. Ich habe ja schon gesagt, dass ich also nicht so in Hierarchiekategorien denke. Sie gibt es. Es gibt es und ich kann auch nicht umhin, dass die Öffentlichkeit so in solchen Kategorien denkt. Über dem Dechanten käme dann Bischofsvikar, Generalvikar und dann Bischof, Erzbischof, Kardinal, Papst. Und dann kommt nur mehr Gott darüber natürlich. Das ist für sehr viel später. Das ist für sehr viel später, ja.